Große Feier bei der Handwerkskammer Koblenz, bei der anlässlich des Ausbildungsabschlusses 167 Prüfungszeugnisse an Bäcker, Konditoren, Fleischer und Fachverkäuferinnen in den Lebensmittelhandwerken mit dem Schwerpunkt Konditorei, Bäckerei und Fleischerei übergeben wurden. Zu den ersten Gratulanten zählte HWK-Präsident Werner Wittlich, der es sich nicht nehmen ließ, die Prüfungszeugnisse zusammen mit anderen Vertretern von Handwerksorganisationen persönlich zu überreichen. Für die Prüfungsabsolventen und ihre Familienangehörigen war die Feier im HWK-Zentrum für Ernährung und Gesundheit ein ganz besonderer Augenblick. Beruflich wie auch persönlich hat man einen entscheidenden Abschnitt mit Bravour gemeistert. Mit erfolgreichem Ausbildungsabschluss liegen nun neue Ziele an. Gemeinsam gelernt und auf die Prüfung vorbereitet, war die gemeinsame Entgegennahme des Zeugnisses nur konsequent. Für zwei Absolventinnen und ihren Ausbildungsbetrieb hielt die Prüfung ein besonderes Ereignis bereit. Die beiden besten Fachverkäuferinnen im Schwerpunkt Konditorei, Alexandra Niemitz und Jasmin Hildenbrand, wurden im gleichen Betrieb ausgebildet. Offenbar hat man im Hachenburger Café Klein, das von Hans Weller geführt wird, alles richtig gemacht und die beiden Besten ihres Jahrgangs sich optimal auf die Prüfung vorbereitet. So scheint am Tag der Freisprechungsfeier die Sonne, nicht nur am Himmel. Sehr schön, das war richtig schön, da durch meinen Ausbildungsbetrieb Café Klein, dass sie mir das ermöglicht haben, dass ich dann auch Prüfungsbeste bin. Geht mir richtig gut jetzt. Jetzt werde ich erstmal als Verkäuferin arbeiten und nebenbei mein Fachabi noch machen. Und auch die Feier selbst kam bei den Gesellinnen und Gesellen gut an. Hat mir sehr gut gefallen. War eine schöne Stimmung und nicht so lang. Für die Handwerkskammer ging mit der Freisprechungsfeier auch die Begleitung der Jugendlichen während der Lehrzeit zu Ende. Denn mit der überbetrieblichen Ausbildung im Zentrum für Ernährung und Gesundheit konnte man einen wichtigen Beitrag leisten und richtete nun dort eine Feier aus, die alle begeisterte. Die Kammer hat nicht nur die Organisation zu bewältigen. Man kann ja sich vorstellen, dass auch eine solche Abschlussfeier in einem so würdevollen Rahmen erheblichen Organisationsbedarf hat, sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebunden und man merkt allen an, dass sie es alle gerne machen. Sie sind mit Freude dabei und die Handwerkskammer muss auch den Auszubildenden gerade hier in den Ernährungshandwerken den modernsten Stand bieten. Das tun wir. Wir sorgen dafür, dass sie gut ausgebildet werden. Im Wesentlichen machen das natürlich Betriebe, Berufsschulen. Wir führen hier die überbetrieblichen Lehrgänge durch. Aber wir müssen auch für andere Vorbild sein. Und ich glaube, das Haus hier kann sich auch in diesem Rahmen sehen lassen. Mehr Informationen zur Ausbildung im Handwerk gibt die HWK Koblenz auf ihren Internetseiten, wo auch eine Praktikumsbörse sowie eine Lehrstellenbörse über freie Plätze in Handwerksbetrieben informiert.